Hallo Jungs und Mädels, SüzetCat hier am Start, bei einem neuen freshen Modding-Video zu Payday 2. Ihr seht im Hintergrund schon meinen Charakter Clover, die steht da in einem weißen Anzug und wenn ihr auch einen weißen Anzug haben möchtet oder auch alternativ andere Farben, dann bleibt dran und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Los geht's! Wir befinden uns jetzt auf der Webseite Mod Workshop, ich verlinke die euch natürlich in der Beschreibung. Da braucht ihr euch jetzt gar nichts hier so gucken oder so, kein Problem, erster Link in der Beschreibung. Bei dem Mod Custom Suits Pack Reborn. Da gehen wir jetzt direkt auf View Download Links und kommen jetzt hier zu zwei Links. Wir nehmen einfach den ersten, der geht schon klar. Und da brauchen wir hier den Base File. Dann habt ihr hier die ganzen Charakter, Dallas, Wolf, Chains, Hoxton, Clover, all die ganzen Charakter aus. In der Werbung. Hier die ganzen Charakter aus Payday 2. Ich habe jetzt in meinem Fall Clover runtergeladen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Ihr könnt es euch dann einfach runterladen und den Base-File. Ihr braucht unbedingt den Base-File, sonst funktioniert es nicht. Dann habe ich jetzt hier schon die beiden Ordner geöffnet. Hier auf der rechten Seite. Das ist Payday 2 Ordner. Und dann auf der linken Seite. Das sind die runtergeladenen. Einmal der Base-File. Und dann einmal der andere. Ich habe die hier jetzt alle schon entpackt. Sieht bei euch dann auch so aus. Und wir brauchen jetzt aus dem Base-File erstmal den Templates. Den Custom Suits Pack Reborn. Da gehen wir jetzt rein, bis wir auf Units kommen. Dann gehen wir auf die rechte Seite, in den Payday 2 Ordner zu Assets. Und hier erstellt ihr euch dann, wenn ihr ihn nicht sowieso schon habt, weil ihr Wolf hat oder sowas installiert habt, macht ihr euch einen Ordner, der heißt Mod Overrides. Einfach so, wie ich das da stehen habe. Mod-Overrides. Einfach reinschreiben, passt schon. Das Spiel weiß genau, was es soll. Funktioniert. Erstellt ihr euch und kopiert da dann diesen, von der linken Seite, diesen, was bei Templates drin ist, den Custom Suits Pack Reborn rein. Damit habt ihr auch schon die erste Hürde genommen. Dann geht ihr auf der linken Seite, also wieder bei einem runtergeladenen rein. Und öffnet den Ordner, wo ihr von Clover runtergeladen habt. Oder halt hier, Clover Suits. Je nachdem, wie ihr Bock habt, ihr könnt auch Dallas oder sonst wen machen. Ich habe halt Clover genommen, weil ich meistens mit Clover spiele. Dann geht ihr hier bei Clover rein. Und jetzt habt ihr hier Default Improved, Dark Red Suit, Black Shirt. Ihr könnt euch reingehen, ihr habt überall so Fotos mit dabei. Ich zeige es euch hier kurz. Das ist ein roter Anzug. Je nachdem, auf was ihr halt Bock habt. Ihr könnt auch grün nehmen. Ich habe jetzt in meinem Fall, habe ich jetzt den weißen genommen. White Suit und Black Shirt. Das ist meiner. Aber ihr sucht euch da einfach raus, auf was ihr Bock habt. Und dann habt ihr da den Ordner Units. Da geht ihr rein. Payday 2, Characters, Shared Textures. Und das sind diese zwei Texturen, die ihr braucht. Den NPC Criminal Female und den FPS Leaf Female. Die kopiert ihr jetzt und geht jetzt wieder rechts in euren Payday-Ordner rein. Geht da runter, Units, Payday 2, Characters, Shared Textures. Ich habe das jetzt schon gemacht und kopiert die da rein. Und dann funktioniert es auch schon. Und was ihr auch machen könnt, auf der linken Seite habt ihr, ich gehe jetzt wieder zurück, habt ihr jetzt bei dem Base-File-Ordner sind auch Ordner drin mit Gloves. Gloves für Clover und auch für andere. Das sind einfach die Handschuhe. Da könnt ihr jetzt auch schauen, ich habe jetzt die weißen drin, die seht ihr hier. Da gibt es aber auch noch andere. Gut, das sind jetzt die normalen, die blauen. Schauen wir mal, das sind jetzt halt ein bisschen andere blaue. Je nachdem, auf was ihr Bock habt, auch hier schwarze, wählt ihr auch aus und kopiert dann einfach auch hier in, rechts in euren Payday-Ordner rein. Und schon seid ihr fertig. Payday starten und genießen. Wenn ihr das jemals ändern wollt, einfach die Dateien hier bei Payday rausnehmen und dann aus dem alten Ordner hier auf der Seite einfach wieder raussuchen, reinkopieren, fertig. Ist alles kein Problem, ist recht easy zu machen und ich wünsche euch viel Spaß damit.